Lauge. Diese Lauge besteht, ich gehe nochmal rauf, eine Salzlauge Toskana. Steht auch nochmal drauf, 6 bis 8 Liter. Und die Fische ziehen ca. 8 bis 14 Stunden in dieser Suche ein. Danach schön abspülen und dann wird geräuchert. Hier wird die Suche nochmal schön gerührt und dann werden die Fische reingelegt. So, die Fische werden jetzt in diese Lauge reingelegt. Zuerst dieser Afrowels und dann kommen noch 3 schöne Forellen da rein, die jetzt nochmal aus dem Gefrierschrank geholt worden sind und jetzt 8 bis 14 Stunden in dieser Salzlauge liegen. Wir werden, denke ich mal, 12 Stunden liegen lassen und dann nehmen wir sie raus. Also wir haben jetzt 22 Uhr, dass wir sie so gegen morgen 12 Uhr rausnehmen. Mach aber noch ein bisschen Wasser oben rauf. So, die Fische kann man jetzt schön sehen. Geh jetzt noch mal drauf. Liegen hier schön in dieser Suche. Hier sieht man auch noch Gewürze. So, schön verschlossen. Und jetzt wird es kühl gelagert. Und dann sehen wir uns morgen beim Räuchern. Moin Moin, heute wird geräuchert. Wir gehen mal kurz auf die Räuchertonne, ist ca. 1 Meter hoch, Durchmesser 36 cm. Das Blech ist sehr dünn, wir haben festgestellt, dass wir eine U-Schale bauen mussten, oder sagen wir so, wir haben es gemacht, damit die Wärme und Hitze da besser hält. Hier nochmal zur Räuchertonne. Wir haben hier nochmal ein Messgerät eingebaut. Geht bis 120 Grad. Die Räuchertonne hat hier unten die Feuerschale. Dann hier oben den Deckel mit dem Gitter. Und da passen ca. 6 bis 8 Fische rein. Jetzt nochmal zu dieser U-Schale, ist gebaut aus wasserabweisenden Platten. Die sieht man hier, in der Sprache heißen die Filmsieb, eine glatte Fläche, eine gesiebte, sind auch gut, wenn es mal regnet. Da platzt nichts weg und so. Hier drin ist nochmal eine Dämmung eingelassen und da wird der Ofen dann direkt reingestellt und somit können wir dann schön räuchern. Wie schon gesagt, wir haben jetzt festgestellt, dass die Wärme nicht gehalten hat, besonders im Winter. Jetzt gehe ich nochmal rüber zu den Verbrennungsmaterial. Einmal haben wir hier Buche. Buche oder Eiche nehmen wir. Heute erstmal Buche dran. Hier haben wir noch geschnittene Bucheklötze. Und da ist einmal rechts die Späne zum Ablöschen. Und links sind noch so kleine Pellets, auch aus Buche. Und somit haben wir alles, was wir zum Räuchern brauchen.
So, hallo Luca, was machst du denn da gerade? Ich mach den Fisch jetzt trocken. Du machst den Fisch trocken? Ja. Aus der Salzlauge ja. Ist er jetzt raus. Trockne sie nochmal ab. Ja. Und dann geht's auch gleich zum Räuchern. Ja. Gut, dann bereite das mal vor, dann passt das. So, Luca hat die Fische jetzt abgetrocknet und er macht jetzt die Haken in die Fische. Hier gehe ich nochmal drauf, dass man das schön sehen kann. Da werden die eingespiekt und hier oben ist der Haken raus, durch ein Maul gezogen und somit wird er nachher eingehakt. Sehr schön machst du das. Hier nochmal den Blick auf die Fische. Die werden jetzt auch vorbereitet. So, die vier Fische sind jetzt vorbereitet. Jetzt wird Luca die Feuerstelle anzünden. Und dann geht das langsam los. So, der Ofen steht jetzt in der U-Schale. Ist jetzt gleich bereit zum Räuchern. Hier unten nochmal die Feuerschale. Jetzt ist da schon das Buchenholz drin. Und wir nehmen immer so einen kleinen Gasbrenner, der die ganze Geschichte da erstmal richtig schön zum Anfeuern bringt. Dann wird der Räucherofen immer nochmal freigeheizt. Das heißt, dass der weiße Rauch rauskommen muss. Danach werden die Fische reingehangen und erstmal zum Trocknen. Und dann wird richtig schön 1,5 bis 2 Stunden geräuchert. So, Luca, wir heizen jetzt mit unserem kleinen Gaskocher hier jetzt die Feuerstelle, dass das jetzt schön alles durchgehitzt wird, dass eine gute Flamme entsteht, dass auch dann die Hitze gut läuft und dass wir dann erstmal den weißen Rauch bekommen. Dann können wir räuchern. So, man sieht jetzt, die Gradzahl steigt schon auf 50 Grad. Der weiße Rauch kommt jetzt raus. Alles verbrennt nochmal drin. Das sieht schon mal sehr gut aus, der Rauch. Und dann kann man jetzt langsam wieder ein bisschen runterfahren, dass man die Fische reinhängt. Und dann nach circa 20 Minuten, je nachdem wie der Fisch dann am Haken, also trocken ist, dann kann man langsam wieder hochfahren und dann brutzelt das vor sich hin. So, Luca setzt jetzt die Fische hier in die Räuchertonne. Hier ist nochmal das Drahtgestell. Immer darauf achten, dass die Fische nicht zusammenhängen, dann kleben sie fest und dann reißt die Haut ab. Darauf achten. Und das sieht jetzt schon mal gut aus. Jetzt müssen die Fische erstmal nochmal durchtrocknen und dann wird geräuchert. So, hier ganz wichtig, dass der Deckel auch nochmal aufbleibt, damit die Fische jetzt durchziehen und durchtrocknen. Und dass die Feuchtigkeit da rauskommt, nicht dass der Deckel beschlägt und dass die Fische dann wieder im vollen Saft stehen. So, hier sieht man nochmal den weißen Qualm. Circa 20 Minuten werden die Forellen jetzt nochmal trocken gemacht. Und dann geht das nachher auch richtig los zum Räuchern. So, Luca kontrolliert jetzt nochmal die Fische, ob sie trocken sind. Sind sie? Und wichtig ist auch hier dabei, Luca, zeig nochmal den Deckel. Nicht nass jetzt, komm mal. Da ist jetzt keine Nässe mehr drauf, keine Feuchtigkeit, alles trocken.
Jetzt kann geräuchert werden. Jetzt kommt der Deckel da drauf. Und jetzt wird auf 80 Grad hochgefahren. Jetzt haben wir hier 50 Grad. Jetzt wird die Flamme gleich nochmal erhitzt und dann geht das auf 80 Grad hoch. So, jetzt haben wir die 80 Grad und anderthalb Stunden werden die jetzt geräuchert, die Fische. Luca löscht jetzt die Flamme ab, dass die 80, 82 Grad gehalten werden. Und wichtig ist immer darauf achten, dass jetzt die Flamme ausbleibt. So, Luca, deine Forellen sind jetzt fertig. Worauf muss man jetzt noch achten? Abkühlen lassen. Ja, und was sollte noch passieren? Dass man die Rückenflosse lösen kann. Ja, und dann auch die weißen Augen und ja. Goldgelb sollte das sein, ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, weiße Augen hat sie. Rückenflosse kann man lösen. Und goldgelb sind sie auch. Jo. So soll das sein. Jo. Gut gemacht. Dann mach weiter, mein Schatz. So, jetzt kann man hier nochmal genau sehen, die Rückenflosse kann man lösen. Bei allen Fischen goldgelb und natürlich auch die weißen Augen. Das ist ganz wichtig, dann sind sie durch. Haben jetzt auch 90 Minuten im Ofen gehangen. So soll das sein. Hier nochmal die köstliche Forelle. Und da nochmal die leckeren Happen. Sieht toll aus, schmeckt hervorragend. Super, super geräuchert. Na, Luca? Jo. Hast du klasse gemacht. Und nächstes Mal wird wieder weiter geräuchert, ne? Klar. Klasse, Petri. Vielen Dank. Bitteschön. So, ihr Lieben, das war jetzt die Fischverwertung. Wir fangen Fische, aber sie werden auch verspeist von uns. Jetzt für nächste Woche wird ein neuer Film gedreht, Samstag, und der wird dann übernächste Woche rauskommen. Liebe Grüße von Luca B., Luca S. und Milan, die Angler.